Hey Leute, in diesem Video werde ich euch ein wenig die Grundlagen von Apex Legends erklären und einen groben Überblick über so gut wie alles Wichtige in dem Spiel geben. Das heißt, falls du neu bei Apex bist oder überlegst dir das Spiel zuzulegen, ist das Video genau das Richtige für dich. Oder aber falls du vielleicht ganz am Anfang mal Apex Legends gespielt hast, hat sich in der Zeit eine Menge getan, wodurch du mit diesem Video auf den neuesten Stand gebracht wirst. Und da das Video relativ lang ist, habe ich ein paar Timestamps für euch hinzugefügt, sodass ihr direkt zu einem bestimmten Abschnitt vorspulen könnt, falls euch das ein oder andere nicht interessiert oder ihr das ein oder andere schon kennt. Beginnen wir aber erstmal mit den Basics. Apex Legends wurde im Februar 2019 veröffentlicht und ist mittlerweile schon in Season 5 angekommen. Das Spiel ist Free-to-Play, besitzt keine Pay-to-Win-Mechaniken und ist verfügbar auf PC, PS4 und der Xbox. Und das Spiel soll im Herbst auch noch für die Switch erscheinen und Crossplay soll dann auch für alle Plattformen eingeführt werden. Und es ist natürlich ein Battle-Royale-Shooter, aber ich denke, das sollte jedem eigentlich mittlerweile schon klar sein. Das erste Mal, wenn man ins Menü kommt, kann es schon etwas unübersichtlich wirken und man weiß gar nicht so genau, wo man hingucken soll oder auch muss. In der Mitte findet ihr euren ausgewählten Charakter bzw. eure ausgewählte Legende, so heißen die hier in diesem Spiel. Über eurer Legende seht ihr euer derzeitiges Level und mit einem Klick darauf seht ihr dann detaillierte Statistiken. Links und rechts neben eurer Legende ist dann Platz für zwei Freunde, die ihr einladen und mit denen ihr zusammen spielen könnt. Unten rechts findet ihr dann vier verschiedene Buttons, von links nach rechts sind das die Ergebnisse aus eurem letzten Match, die letzten News, Freunde einladen und die Einstellungen. Darüber befinden sich eure nicht geöffneten Apex Packs, zu denen wir gleich noch kommen werden, und eure täglichen Herausforderungen. Zudem könnt ihr dort dann auch alle derzeit laufenden Challenges abrufen, zum Beispiel Challenges aus einem bestimmten Event oder für den Battle Pass. Oben rechts findet ihr dann die verschiedenen Währungstypen. Am oberen Rand befinden sich verschiedene Reiter, um zu anderen Tabs zu navigieren. Bei jedem Start des Spiels startet ihr automatisch im Spielen-Tab und könnt dann natürlich direkt in die Action losgehen. Dann gibt es noch den Season-Tab für eine Übersicht der Season und den Battle Pass. Legenden für deren Anpassung. Loadout für die Anpassung eurer Waffen und des Spiels. Und dann gibt es noch den Store. Und zuletzt noch unten links findet sich wohl der wichtigste Button, nämlich den Spielen-Button. Beziehungsweise dort könnt ihr zuerst die verschiedenen Modi auswählen und wenn ihr dann einen ausgewählt habt, klickt ihr auf Bereit und dann sucht ihr nach einem Match. Wenn ihr da drauf klickt, findet ihr in der linken Spalte das Tutorial sowie den Schießstand. Im Schießstand könnt ihr alleine oder mit bis zu zwei Freunden alle Waffen und Gegenstände des Spiels ausprobieren, austesten, üben und auch gegeneinander antreten. Dann gibt es einen Trios- und Duos-Modus, in welchem ihr eben mit einem oder mit zwei weiteren Spielern ein Team bildet. Insgesamt gibt es in jeder Runde übrigens 60 Spieler, das heißt bei den Duos sind es dann 30 Teams und bei den Trios 20 Teams à 3 Spieler. Und dann gibt es noch ganz rechts den Ranglisten-Modus. Hier versucht man sich mit Hilfe eines Punktesystems die Rangliste hochzuspielen. Hierbei gibt es 7 verschiedene Ränge. Man fängt an bei Bronze, über Silber, Gold, Platin, Diamant, Meister und Apex Predator. Wobei beim letzteren, also beim Apex Predator, jeweils immer nur die 500 besten Spieler sind, also diejenigen mit der höchsten Punktzahl. Innerhalb eines Ranges gibt es dann noch einmal eine Unterteilung in 4 Stufen, angefangen bei 4 bis hoch zu 1. Je nachdem, wie gut ihr dann in einer Runde abgeschnitten habt, also eure Platzierung und eure Kills bzw. Assists, erhaltet ihr unterschiedlich viele Punkte. Habt ihr eine bestimmte Punktzahl erreicht, steigt ihr auf, wobei ihr innerhalb eines Ranges immer noch absteigen könnt, aber sobald ihr einen höheren Rang erreicht habt, also beispielsweise von Silber auf Gold, dann könnt ihr nicht mehr auf den vorherigen Rang, also auf Silber, absteigen. Punkte verliert ihr nämlich dadurch, dass ihr, um an einem Match teilnehmen zu können, Punkte bezahlen musst. Spielt ihr dann in der Runde nicht gut und könnt keine Punkte sammeln, werden euch diese Eintrittspunkte von eurer gesamten Punktzahl abgezogen. Und im schlimmsten Fall steigt ihr dann eben ab. In Bronze müsst ihr aber noch keine Punkte bezahlen, hier könnt ihr also nur aufsteigen. Aber je höher der Rang, desto höher werden auch die Eintrittspunkte werden. Am Ende jeder Season erhaltet ihr dann Belohnungen entsprechend eures Ranges. Und wichtig zu wissen wäre noch, dass ihr für maximal 5 Kills oder für 5 Assists Punkte erhalten werdet. Das heißt, ihr bekommt für 10 Kills genauso viele Punkte, wie wenn ihr nur 5 Assists gemacht habt. Zu jeder Season bzw. Mid-Season gibt es dann eine kleine Zurücksetzung eures Ranges. Bei diesem Split werden auch die Maps gewechselt, da es im Moment 2 verschiedene Maps gibt. Das heißt, in der ersten Hälfte der Season spielt ihr auf der einen Map, dann gibt es den Split, bei dem euer Rang leicht zurückgesetzt wird und die Map wird gewechselt. Die zwei Maps sind einmal die Königsschlucht und am Rand der Welt, wobei beide Maps gibt es eigentlich nochmal in verschiedenen Versionen,
aber es ist immer nur die neueste spielbar. Während in den Ranked-Spielen also die Map feststeht, könnt ihr in den normalen Trios- und Duos-Matches beide Maps spielen. Hier könnt ihr das aber nicht frei auswählen, sondern die Maps wechseln sich automatisch alle 2 Stunden ab. Kommen wir jetzt aber mal zu den Legenden. Derzeit gibt es 13 Legenden, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden können. Es gibt offensive, defensive, Unterstützer und Aufklärungslegenden. Und die Legenden unterscheiden sich dabei nicht nur von ihrem Aussehen und ihrer Persönlichkeit, sondern haben alle eine unterschiedliche Hitbox und jeweils 3 einzigartige Fähigkeiten. Jede Legende hat dabei also eine passive Fähigkeit, eine taktische Fähigkeit und eine ultimative Fähigkeit. Nach Benutzung der taktischen oder der ultimativen müssen sich diese erst wieder aufladen, bevor sie das nächste Mal eingesetzt werden können, wobei die Ultimate natürlich länger zum Aufladen braucht. Und alle Legenden haben aufeinander abgestimmte Fähigkeiten aus immer einem bestimmten Gebiet. Als Beispiel hier mal Lifeline, sie ist eine Unterstützerlegende und ist aufs Heilen spezialisiert. Als passive Fähigkeit kann ihre Drohne Verbündete unter Schutz eines Schildes wiederbeleben, während Lifeline in dieser Zeit sich frei bewegen kann und zum Beispiel weiter auf die Gegner schießen kann oder einen weiteren Verbündeten hochholen. Als taktische Fähigkeit kann sie dann ihre Drohne kurzzeitig als Heilungsstation einsetzen, an der sich dann alle heilen können. Und als ultimative Fähigkeit kann sie ein Care-Paket rufen, in dem verschiedene Ausrüstungs- und Heilungsgegenstände für euer Team enthalten sind. Weiter geht es mit den Waffen, besonderen Items und Gameplay-Mechaniken. In Apex gibt es insgesamt 23 verschiedene Waffen, die jeweils einen bestimmten Munitionstypen benötigen, wobei es hierbei 5 Munitionsarten gibt: leichte, schwere, Scharfschützen, Schrotflinten und Energiemunition. Alle lassen sich eindeutig voneinander unterscheiden, da sie eben anders farblich gekennzeichnet sind. Ihr könnt immer nur 2 Waffen gleichzeitig tragen und jede Waffe kann dann auch nochmal mit speziellen Modifikationen, die ihr auf der Map findet, ausgerüstet werden. Das wären dann zum Beispiel Visiere, erweiterte Magazine, Scharfschützenschaft, Standardschaft, Laufstabilisator, aber auch einzigartige Aufsätze, die nur für eine oder 2 spezielle Waffen bestimmt sind. 2 der 23 Waffen sind nur in den sogenannten Care-Paketen vorhanden und sind dann als goldene Waffen vollständig ausgerüstet. Neben den eben genannten Care-Paketen von Lifeline gibt es dann auch noch die globalen Care-Pakete. Von diesen landen in einem Match insgesamt 4 Stück und dort findet ihr dann besonderen Loot wie eben solche goldenen Waffen. Weiterhin gibt es dann natürlich noch Standardausrüstung wie Rucksäcke, Körperschilde, Helme, Knockdown-Schilde und Items wie Granaten, Spritzen zur Heilung und Schilde, um euer Körperschild aufzuladen. Sowohl all diese Ausrüstungsgegenstände als auch einige der Waffenerweiterungen haben verschiedene Seltenheitsstufen und bieten je seltener bessere Werte. Hier gibt es gewöhnlich, grau, selten in blau, episch in gold und noch legendär in gelb bzw. in gold. Legendäre Ausrüstungsgegenstände für eure Legende bieten zwar keine erhöhten Werte im Vergleich zur epischen Version, dafür aber eine besondere Fähigkeit. Mit dem goldenen Körperschild bekommt ihr eine verbesserte Heilung. Der goldene Helm sorgt für eine schnellere Aufladung eurer taktischen Fähigkeit. Mit dem goldenen Rucksack belebt ihr Verbündete direkt mit halbem Leben wieder und mit dem goldenen Knockdown-Schild könnt ihr euch selbst einmal wiederbeleben. Die Knockdown-Schilder schützen euch übrigens vor Beschuss, falls ihr mal gedownt worden seid. Sollte das der Fall sein, könnt ihr eben, falls ihr ein goldenes Schild habt, euch selbst wiederbeleben. Aber ansonsten könnt ihr halt eben noch von Teammates einfach so wiederbelebt werden. Oder falls ihr auch gedownt komplett gestorben seid, also sei es durch Verbluten, feindlichen Beschuss oder einem feindlichen Finisher, können Mitspieler euer Banner aufheben und an jedem Respawn-Sender zurückholen. Ihr spawnt dann aber komplett ohne Ausrüstung oder Waffen. Zudem gibt es neben den stationären Respawn-Sendern, die über die ganze Map verteilt sind, seit neuestem auch mobile Respawn-Sender. Die könnt ihr auf der Map finden, aufsammeln und dann überall auf der Map einsetzen. Was auch noch nicht allzu lange im Spiel ist, ist das sogenannte Evo-Schild, eine Art besonderes Körperschild. Denn zum einen fängt es anders als ein gewöhnliches Körperschild mit nur 25 anstatt mit 50 extra Leben an und kann zum anderen geupgradet werden, wenn ihr einen gewissen Schaden verursacht habt. So könnt ihr euch dann immer mehr extra Leben erspielen, sogar bis hin zu 125 extra Leben. Den gesamten Loot findet ihr in Häusern, auf dem Boden, in Supply Bins und in den Care-Paketen. Dabei sind die verschiedenen Gebiete auch wieder in verschiedene Seltenheitsstufen unterteilt. Und zu guter Letzt bei den Gameplay-Mechaniken gibt es dann noch das Ping-System, mit dem ihr mit euren Mitspielern kommunizieren könnt und nicht nur Feinde oder Orte anpingen könnt, sondern auch spezifische Dinge sagen könnt, wie wo ihr kurz looten geht oder welchen Bereich ihr verteidigt. Dann gibt es für jede Legende und Waffen jede Menge an Anpassungen. Dabei werden auch die Skins in verschiedenen Seltenheitsstufen unterschieden, gewöhnlich, selten, episch und eben legendär. Während die Skins aus den ersten 3 Stufen bei allen Legenden bzw. Waffen verfügbar sind, sind die legendären Skins einzigartig für die jeweilige Legende oder Waffe.
Die Skins lassen sich dann mit verschiedenen Währungen kaufen. Es gibt Herstellungsmetalle, mit denen ihr Skins freischalten könnt. Diese bekommt ihr aus Apex Packs. Dann gibt es noch Legend Tokens. Diese bekommt ihr kostenlos bei jedem Levelaufstieg, nämlich 600 davon. Und diese können dann eingesetzt werden, um neue Legenden freizuschalten, tägliche Challenges zu ersetzen oder um im Store veränderte Varianten von legendären Skins zu kaufen. Dann gibt es noch die Apex Coins. Diese müsst ihr euch mit Echtgeld kaufen und mit denen könnt ihr dann Apex Packs, Items aus dem Event Store, Legenden oder auch beispielsweise den Battle Pass kaufen. 1000 Apex Münzen kosten dabei 9,99 €. Ihr könnt natürlich auch mehr Münzen auf einmal kaufen und erhaltet dafür dann immer einen kleinen Bonus an Apex Münzen dazu. Und zuletzt gibt es dann noch die Erbstücksplitter, um einzigartige Nahkampfgegenstände für die jeweiligen Legenden zu erhalten. Diese sind jedoch extremst selten. In jedem 500. Apex Pack bekommt man garantiert einmal 150 Erbstücksplitter. Diese können dann benutzt werden, um ein beliebiges Erbstückset freizuschalten. Und dieses Set beinhaltet dann die Nahkampfwaffe, eine Bannerpose und eine Voiceline für die jeweilige Legende. In den Apex Packs ist sonst übrigens so gut wie alles enthalten, abgesehen von exklusiven Items aus dem Battle Pass. In den Packs könnt ihr also Herstellungsmetalle, Erbstücksplitter, Skins und Finisher-Animationen für eure Legenden, Skins und Talismänner für eure Waffen und weitere Anpassungen für eure Legenden finden. Weitere Anpassungen wären dann sowas wie Bannerrahmen, Bannerposen, Bannerstatistiken und Intro- bzw. Kill-Voicelines. Apex Packs erhaltet ihr auf verschiedene Art und Weise. Zum einen durch Leveln. Von Level 2 bis 20 erhaltet ihr bei jedem Level ab ein Pack. Ab Level 22 dann ein Pack pro 2 Level. Und dann ab Level 305 nur noch ein Apex Pack alle 5 Level. Und natürlich könnt ihr euch auch mit den Apex Points so viele Apex Packs kaufen, wie ihr möchtet. Zudem gibt es dann auch noch einige Packs im kostenlosen Battle Pass und durch die neu eingeführten Quests. Des Weiteren könnt ihr euer Spiel dann auch noch anpassen mit verschiedenen Ladescreens oder Musikpacks. Wie am Anfang gesagt, befinden wir uns derzeit am Ende der 5. Season. Seasons dauern in der Regel um die 3 Monate und kommen immer mit großen Balanceänderungen, einem neuen Battle Pass und dementsprechend auch mit sehr vielen neuen Anpassungen und auch immer einer neuen Legende. Zudem gibt es manchmal auch eine neue Waffe, die goldenen Waffen werden ausgewechselt, ein neues Erbstückset kommt hinzu und es gibt immer entweder große Veränderungen für eine bestehende Map oder es kommt sogar eine brandneue Map hinzu. Season 6 wird zum Beispiel eine neue Map beinhalten. Dann gibt es während der Seasons immer wieder verschiedene Events, die nicht nur neue kosmetische Items beinhalten, sondern auch immer einen limitierten Zeitmodus und eine kleine Map-Veränderung, die immer an eine bestimmte Legende angelehnt ist, mitbringt. Und neu mit Season 5 wurde die Jagd bzw. die Quests eingeführt, ein kleiner PvE-Modus, in dem man eine kleine Story verfolgt und für jede Mission Belohnungen erhält. Zum Schluss dann noch der Hinweis, dass auch wenn Apex ein Free-to-Play-Titel ist, man trotzdem verschiedene Editionen des Spiels für 20 € kaufen kann und dadurch nicht nur direkt 1000 Apex-Münzen bekommt, sondern auch einige exklusive Gegenstände. Und dann wären wir auch am Ende angelangt. Das war jetzt schon ziemlich viel Input, vor allem für die Leute, die sich noch nie mit dem Spiel auseinandergesetzt haben. Ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch Apex Legends ein wenig näher bringen und erklären. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert, falls ihr mehr zu Apex sehen möchtet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.